свободного общества. Auftritt Jewgeni Panasjenko. Im Haus der Literaten stellt er sein Buch über den Napoleonfeldzug vor. Eine wissenschaftliche Generalabrechnung mit vielen heldenhaften Mythen der russischen Geschichtsschreibung. Ein grausam feiger Zar, ein unfähiger General Kutusow. Panasjenkos Auftritt wird von den Fans des eloquenten Redetalents bejubelt. Historische Wahrheiten von einem Historiker mit Bühnenqualität, das ist selten. Panasjenko ist dazu auch kämpferisch. Er wagt sich in die russischen Talkshows, wohl wissend, was ihn dort erwartet. Das Staatsfernsehen reagiert umgehend auf das Napoleon-Buch. Gleich 10 Minuten lang wird der Vaterlandsverräter auch mit Fotomontagen attackiert. Er werde wohl bald auch ein beschönigendes Buch über Hitler schreiben, so der Staatssender. Die ändern immer das Thema und lügen immer. Russland, das ist ein großer historischer Mythos. Diese Mythen vergangener Siege von Feinden, die es umgeben, das ist die Existenzgrundlage russischer Regime der letzten Jahrzehnte und des Putin-Regimes. Der Vorwurf an mich heißt, ich liebe meine Heimat nicht. Aber was ist die Heimat heute? Das ist Putin, ein Regime, für das man unbedingt sterben muss. Und ich erkläre, man muss nicht fürs Regime sterben. In Russland keine populäre Haltung. Und nach dieser TV-Reportage begannen die Drohungen. Ich erhalte etwa 200 Einträge pro Tag. Dazu an einem Tag zehntausende Dislikes auf Facebook. Für Panasjenko ein Vorgeschmack. Nach der Wiederwahl Putins werden schlimme Dinge passieren. Die Schrauben werden angezogen. Ich bin überzeugt, sie werden das Internet abschalten. Ja, heute hat das der Internetberater Putins mitgeteilt. Gerade heute Morgen.